بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir fahren heute fort, liebe Geschwister, mit dem islamischen Benehmen. Wie benimmt sich ein Muslim im Alltag? Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was leider viele Moscheen und auch Muslime vernachlässigen. Und wir sehen deswegen ein übles, schlechtes, gesellschaftlich schädigendes Bild von den Muslimen gegenüber den Nichtmuslimen. Und daher muss ein Muslim darauf achten, dass er gemäß seiner Religion handelt. Denn diese Religion ist mit der Perfektion gekommen, mit dem besten Benehmen, mit dem besten Charakter. Und so sagte Allah Azza wa Jal über den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Und du bist wahrlich vom besten Charakter. Das heißt, die Charakterzüge, die der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam aufgewiesen hat, sind einfach nicht zu toppen. Und er konnte nur diese Charakterzüge tatsächlich umsetzen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das so für ihn bestimmt hat. Ohne diese Bestimmung Allahs hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht die Stufe erreicht, die Allah azza wa jal ihm gegeben hat. Und deswegen ist er unser Prophet und wir lieben ihn und wir machen ihn nach. Warum? Weil Allah azza wa jal von uns fordert: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْ Richtig, sehr gut. Allahumma barik, langsam lernt ihr die Ayat. Und im Gesandten Allahs ist euch ein vorzügliches Beispiel gegeben worden. Warum nicht nachmachen? Wenn Allah uns sagt, in ihm ist euch ein vorzügliches Vorbild gegeben worden, dann nur zum Nachmachen. Nicht, dass wir einmal einen schönen Satz gehört haben, nein, oder eine schöne Ayah gehört haben. Allah fordert von dir, dass du ihm nachmachst. Deswegen hat er ihn zu dir entsandt. Deswegen war er das Beispiel dieser Umma. Und deswegen hat er die höchste Stellung von Allah Azza wa Jalla bekommen. Nur mit diesem Grund sollen wir ihn nachmachen. Die Frage ist dann aber tatsächlich, warum machen wir ihn nicht nach? Und sogar andere Leute, die vielleicht sogar Brennstoff des Höllenfeuers sind. Es kann niemals sein, dass du deine Religion richtig verstanden hast, wenn du den Besten aller Geschöpfe lässt und dich den schlimmsten, übelsten aller Geschöpfe zuwendest und sie nachmachst und den Besten lässt. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. Wir haben natürlich schon ein paar Kapitel, Alhamdulillah, durchgearbeitet. Heute reden wir, liebe Geschwister, über das Benehmen beim Anziehen. Ein sehr wichtiges Thema, über das Benehmen beim Anziehen. Und hier haben wir erstmal ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir etwas Neues anziehen. Ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir etwas Neues anziehen. Rawa at-Tirmidhiyu wa qala Hasan gharibun sahih. At-Tirmidhi hat eine Überlieferung getätigt und er sagte über diese Überlieferung, dass sie gut ist. An Abi Sa'id, über Abi Sa'id, radiyallahu anhu arda, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, idha stajadda thawban, sammahu bismihi imamatan, au qamisan, au ridaan, thumma qal. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein neues Kostüm angezogen hat, passt auf, ein neues Kostüm angezogen hat, dann hat er es bei seinem Namen genannt, ganz gleich, ob es eine Imama war, das heißt eine Kopfbedeckung, oder ein Kamis, ein Hemd, oder eine Art Mantel. So sagte er danach, wenn er dieses neue angezogen hat: Allahumma lakal hamd, anta kasautani. O Allah, dir gebührt alles an Lob, du hast mir dieses zum Anziehen gegeben. As'aluka khayrahu wa khayra ma suni'ala. Ich bitte dich um das Gute für dieses Kostüm, was mir gegeben wurde, das heißt, womit du mich versorgt hast. Und schaut mal, subhanallah, wie er diese Dankbarkeit umsetzt, alayhi salatu wassalam. Dir gebührt das Lob, dass du mich hiermit gekleidet hast. Ich bitte dich um das Gute darin und das Gute, wofür es hergestellt wurde. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel darin und dem Übel, wofür es hergestellt wurde. Das war das Bittgebet vom Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam.
Ganz langsam nochmal. Allahumma lakal hamd. Anta kasawtani as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lah. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah. Das heißt, ein Bittgebet, welches wir sprechen, wenn wir was anziehen? Etwas Neues. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel einen neuen Pullover von C&A, zum Beispiel, dann sagst du dieses Bittgebet und du nennst das bei dem Namen, nicht C&A, sondern für diesen zum Beispiel Pullover, für dieses Hemd, für diese Imame, für diese Hose. Das ist ein Bittgebet, welches du sprichst. Na, das ist nur bei neuen Kleidung, bei der neuen Kleidung. Und dann gibt es ein allgemeines Dua, wenn du überhaupt Kleidung anziehst. So berichtet Abu Dawud und At-Tirmidhi wa Hassanahu und er hat ihn als gut befunden, diesen Hadith, an Mu'ad ibn Anas, an Abihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man akala ta'aman, thumma qal, alhamdulillahi alladhi at'amani, hadha ta'ama, wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. Diese Dankbarkeit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ich meine, wir ziehen uns an und denken, Alhamdulillah, alles gut und dies und das. Es gibt Leute in dieser Welt, die haben nicht einmal etwas zum Anziehen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einer Familie, die eine rechtschaffene, gläubige Familie gewesen sind. Sie hatten nur ein Kleidungsstück für die gesamte Familie. Und sie haben versucht, ihre Scham so gut wie möglich zu bedecken. Aber natürlich ist das nicht immer leicht. Und ihr werdet vielleicht euch fragen, wie kann das sein, dass eine Familie nur ein Kleidungsstück besitzt? Es gibt Familien, die besitzen überhaupt keine Kleidungsstücke. Seht ihr nicht in Afrika, dass die Leute nackt herumrennen? Sie haben keine Kleidungsstücke. Was hat diese Familie gemacht? Wenn das Gebet war, hat der Vater erstmal gebetet mit dem Kleidungsstück. Dann hat er es der Mutter gegeben, dann hat sie mit dem Kleidungsstück gebetet. Und dann haben sie es den Kindern gegeben, dann haben sie mit diesem Kleidungsstück gebetet. Und wir haben so viele Kleidungsstücke und schaut mal, subhanallah, wenn man in unserem Schrank hereinschaut, ich fordere euch heraus, 90% der Kleidung, die im Schrank liegt, wird nicht mehr von uns angezogen. Aber sie ist da. Was machen wir mit dieser Kleidung? Und diese Kleidung hat vielleicht ein Vermögen an Wert. Ich bin manchmal bei Leuten reingegangen, der hatte 25 Paar Turnschuhe. Überlegt mal. Ich habe ihn gefragt, ziehst du die an? Er sagt nein. Ich habe ihn gesagt, was ist dann der Nutzen? Ich mag die. Subhanal Malik. Gibt es nicht Leute, die ohne Turnschuhe... Schaut mal, dass er sie hat, das reicht ihm. Aber gibt es nicht Leute, die sich darüber freuen würden, über diese Turnschuhe? Ja, Wallah. Aber wir fühlen nicht mit den anderen. Wir fühlen nicht mit den Armen. Hauptsache, uns geht es gut. Und das ist ein Bittgebet, was der Prophet s.a.w. gesprochen hat, um seine Dankbarkeit gegenüber dem Versorger zu erweisen, dass er ihnen zeigt, ja Allah, niemand versorgt außer dir. Niemand gibt zu essen außer dir. Wenn du, subhanahu wa ta'ala, nicht für uns diese Versorgung bestimmt hättest, dann würden wir nackt sein. Dann würden wir schamlos herumlaufen. Schamlos herumlaufen. Das Schlimme ist, es gibt Leute, die haben die Möglichkeit, sich anzuziehen und sie sind nackt auf den Straßen. Nasallahu alaihi wasallam. Ich verstehe das nicht. Weil er hat alles, er kann sich alles leisten. Und ein anderer Gläubiger, der würde sich wünschen, dass er nur seine Aura bedecken würde. Was würde er alles dafür hergeben? Aber so ist das, liebe Geschwister. Die Menschen sind unterschiedlich. Der nächste Hadith. Achso, wir haben gesagt, dieser Dua, habe ich die Übersetzung schon gesagt? Nein. Nein. Alhamdulillah, da war ich wieder schneller. So berichtet der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand gegessen hat und daraufhin sagt, alles Lob gebührt Allah, der mich mit diesem Essen gespeist hat und damit versorgt hat, ohne Macht und ohne Kraft von mir. Allahu Akbar. Ohne Macht und ohne Kraft von mir. So werden ihm seine früheren und späteren Sünden vergeben.
Jechua, eine Frage an euch. Wie oft essen wir am Tag? Manche hier von uns 10 Mal, ich bin mir sicher. Jetzt die Frage, dieses Bittgebet würde immer deine gesamten Sünden tilgen, dass du dieses Bittgebet sagst, dass du dieses Bittgebet sprichst. Wenn du dieses Bittgebet sagst, nachdem du gegessen hast, was macht Allah mit deinen Sünden? Er vergibt sie dir, die früheren und die späteren. Und wer sagt, alles Lob gebührt Allah, der mich damit gekleidet und versorgt hat, ohne Macht und ohne Kraft von mir, so werden ihm seine früheren und späteren Sünden vergeben. Allahu Akbar. Das ist alles. Dass du, wenn du isst, dieses Bittgebet sagst und wenn du dich kleidest. Was heißt kleidest? Mit neuer Kleidung oder allgemeiner Kleidung? Allgemein. Dann sagst du dieses Bittgebet und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deine Sünden vergeben. Diese Bittgebete stehen auch natürlich im Hisnul Muslim, liebe Geschwister, so dass ihr diese auch nachlesen könnt. Sehr, sehr wichtige Bittgebete. Dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam immer darauf geachtet, dass wenn er etwas angezogen hat, mit welcher Seite begonnen hat? Mit der rechten Seite alaihi salatu wasallam. So berichtet Aisha radiallahu anha, und die Überlieferung ist in As-Sahihain von Bukhari und Muslim, qalat kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ich bin im falschen Hadith verrutscht. Einen Moment bitte. Ja, das ist jetzt alles provisorisch, mir wurde ja alles weggenommen. Kein Laptop mehr, Telefon haben sie mir genommen. Alhamdulillah, aber unsere Dawa geht weiter. Alhamdulillah, das ist auch ein Computer. Alhamdulillah, möge Allah Azzawajal uns diesen Computer niemals löschen lassen. Die anderen Computer können sie alle löschen. Im Übrigen wisst ihr, liebe Geschwister, und möge Allah Azzawajal euch allesamt segnen, der Koran, Al-Karim, das heilige Buch Allahs Azzawajal, wenn heute alle Exemplare, die existieren, vernichtet werden würden, wären die Muslime wieder in der Lage, diesen Koran herzustellen? Warum? Millionen von Menschen haben diesen Koran auswendig. Aber wenn andere Bücher vernichtet werden würden, wären sie in der Lage, dieselben Bücher wiederherzustellen? Sie wären nicht. Und hier seht ihr, dass Allah Azzawajal den Koran geschützt hat, unter anderem durch diese Methodik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu la hafidhu. Mein Vater hat mir erzählt, er war einmal in der Moschee, und dann kam ein Freund ihm entgegen und er hatte seinen Sohn dabei. Dann fragte der Freund meines Vaters ihn, soll dir mein kleiner Sohn etwas vorlesen vom Koran? Dann meinte mein Vater gerne, was möchtest du lesen? Kleiner Junge, er sagt zu ihm, etwas vom Koran. Dann hat mein Vater ihm gesagt, dann lies mal was. Dann sagt der Kleine, eine große Sura oder eine kleine Sura. Und er ging ihn gerade mal bis zu den Knien. Ja? Alhamdulillah, bevor er ein Lied lernte, O Apfelbaum, das war doch alles kein Traum. Ich meine, dann lernst du etwas, was dir nützt. Allah sagt dir, wie du zu handeln hast. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, wie du dich zu benehmen hast. Allah subhanahu wa ta'ala errichtet dich zu dem besten Menschen, mit dem er zufrieden ist. Dann lernst du diese Sachen. Dann lernst du diese Sachen, liebe Geschwister. Diese Überlieferung von Al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban bis Sanad Sarihih, das ist mit einer authentischen Überliefererkette getätigt worden, an Abi Huraira radiallahu an, von Abu Huraira, dass er sagte, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iza labistum, wenn ihr euch anzieht, labistum, wa iza tawadda'tum, und wenn ihr was? Wudu macht, فَبْدَأُوا, so fangt an mit was? بِمَيَامِنِكُمْ, so fangt mit eurer, was? Rechten Seite an. Fangt mit eurer rechten Seite an, bedeutet, wenn ihr euch anzieht, du ziehst das Hemd an, dann fängst du mit der rechten Seite an. Und dann die linke Seite. So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht. Subhan al-Malik, der großartige Gelehrte, Sheikh ibn Baz, rahimullah ta'ala, er war kurz vor dem Tod. Überlegt mal, das waren die letzten Lahadat, die letzten Augenblicke seines Lebens.
Und er wollte gerade aufstehen. Und ihr wisst, in diesem Zustand ist man in einer anderen Welt. Vor allen Dingen, wenn man schon dabei ist, die Seele zu verlieren. Möge Allah Azzawajal uns allen ein gutes Ende geben. So wurden ihm die Hausschuhe vorgelegt von Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala. Und er hat nur so rumgesucht und hat versucht, seinen rechten Fuß erstmal in die rechte Seite zu tun. Allahu Akbar. Schau mal, wie sie sogar in den letzten Sekunden ihres Lebens an was gedacht haben. An die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und erinnert mich gleich, ich erzähle euch gleich über Umar ibn al-Khattab, ebenfalls eine Geschichte, wenn wir bei den anderen Hadith sind. Wenn ihr euch anzieht und wenn ihr Wudu macht, dann fängt an mit eurer rechten Seite. Das heißt, mit rechts anzufangen ist Sunna, liebe Geschwister. Wir reden natürlich über Taten, die sind Sunna, aber deine Aufgabe sollte es als Muslim sein, genau diese Sunna zu bewahren. Und dann kommt eine wunderschöne Überlieferung, Al-Hirsu ala Husnil Madhar, dass ein Muslim darauf achtet, dass er schön aussieht, dass er ein gutes, angenehmes Aussehen hat. Rawa Abu Dawud bi Sanadin Sahih. Abu Dawud hat überliefert mit einer authentischen Überliefererkette an Jabir ibn Abdullah, von Jabir ibn Abdullah, dass dieser sagte: Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Einmal kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu uns, das heißt, er besuchte uns. Fara'a rajulan sha'ithan qad tafarraqa sha'ruhu. So sah er einen Mann, der hatte sozusagen ungekämmtes Haar und dieser hatte Haar, was durcheinander war. Das heißt, sein Haar war durcheinander. Ungekämmt, durcheinander das Haar, er sah nicht gut aus. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sha'rahu? Hat dieser Mann, dessen Haar durcheinander war, nichts gefunden, um seine Haare ordentlich zu machen? Das heißt, hat er keinen Kamm gefunden? Hat er nicht etwas gefunden, womit er seine Haare zurecht macht? Also es war kein Punker jetzt, ja, weil da gibt es ja auch nochmal eine Rede dazu. Aber das war ein Mann, dessen Haare waren durcheinander. Dessen Haare waren was? Durcheinander. Er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, hat er nichts gefunden, womit er seine Haare ordentlich machen kann? Wara'a rajulan, und er sah einen anderen Mann. Wara'a rajulan akhar, er hat einen anderen Mann gesehen. Wa alayhi thiyabun wa sikhatun. Dieser Mann hatte was? Er hatte schmutzige Kleidung angehabt. Faqala, ama kana hadha yajidu ma yagsilu bihi thawbah. Hat dieser nichts gefunden, dieser Mann, womit er seine Kleidung reinigen konnte? Und dieser Hadith, er zeigt uns die Wichtigkeit auf, dass wir ein schönes, ein angenehmes Aussehen haben. Schaut mal, Allah Azza wa Jal Subhanahu, er hat uns erkürt zu denjenigen, die die anderen zur Rechtleitung rufen sollen. Yani, dein Aussehen soll schön sein. Dein Aussehen soll angenehm sein. Deine Art soll angenehm sein. Weil wenn du Menschen rufst mit einem schlechten Verhalten, mit einem schlechten Benehmen, was werden die Leute von dir denken? Wie werden die Leute das von dir annehmen? Überhaupt nicht gut. Aber wenn du mit einem schönen Verhalten auftrittst und mit einem schönen Aussehen auftrittst, dann zieht es die Menschen zu dir. Dann zieht es die Menschen zu dir. Und deswegen, du solltest darauf achten, dass deine Kleidung schön ist, angenehm ist und dass du auch gut aussiehst, das heißt, deine Haare gemacht sind. Und auch in einer Überlieferung, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal darüber geredet, dass manche Leute mutakabbirun, das heißt hochmütig sind. Indem sie zum Beispiel den Gewand hinter sich herschleifen. Und dann sagte ein Mann, weil er dachte, das gehört zum Hochmut: Ja, Rasulallah, ich liebe es, mich schön anzuziehen. Das heißt, schöne Kleidung. Und ich liebe es, dass auch meine Haare sozusagen, ja, nee, heutzutage würde man sagen, gegelt sind. Ja? Ihr wisst schon, mit Öl, und diese Haare sind dann glänzend. Das heißt, ein schönes Aussehen. Er dachte, das wäre von Hochmut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah azza wa jal, er ist schön und er liebt die. Und er liebt die Schönheit, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, ein Muslim achtet auf sein Aussehen. Naam, Wallahi, es gibt Leute, der denkt, nur weil er jetzt ein Muslim ist, kann er wie ein Grufti oder wie ein Zombie durch die Gegend laufen. Du siehst seine Haare so. Einmal habe ich einen gesehen, seine Haare waren verbunden mit seinen Barthaaren. Das heißt, das war eigentlich ein Klacks, alles gesehen. Der sah aus wie ein Mob. Kennt ihr den Mob, womit man den... Wallahi, so sah der aus.
Ich meine, subhanallah, heißt das jetzt, weil du Muslim bist, dass du gestorben bist? Im Gegenteil, jetzt erst recht, dass du dich schön machst, dass du gut aussiehst und dass du versuchst, gegenüber den anderen ein gutes Beispiel zu sein. Und die Leute lieben das. Ich meine, kennt ihr einen, der mag es, einen stinkenden, ungepflegten Menschen neben sich zu haben? Keiner mag das. Keiner liebt das. Von der Fitra her lieben wir das nicht. Schau mal jetzt, wenn ein Ungepflegter neben dir steht, du kriegst schon so Nackenstarre. Da kommen die ganzen Haare hoch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor so einer Ungepflegtheit. Na, dann der nächste Hadith, liebe Geschwister. Es ist verboten, die Kleidung unter die Knöchel herabhängen zu lassen. روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. So berichtet Abu Huraira, dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte, was unter den Knöcheln von der Kleidung herabhängt, ist im Höllenfeuer. Was unter den Knöcheln von der Kleidung herabhängt, so ist dieses im Höllenfeuer. Das bedeutet, ein Muslim trägt Kleidung, egal ob das jetzt eine Hose ist oder ein langes Hemd ist oder sonstiges. Wichtig ist, dass diese Kleidung über den Knöcheln ist. Warum? So hat es uns die Religion gesagt, dass derjenige, der das unter den Knöcheln herabhängen lässt, dass er im Höllenfeuer ist. Und das ist eine Androhung und daraus resultiert, dass das was, eine kleine oder große Sünde ist? Eine große Sünde ist. Und Imam al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, hat in seinem Buch Al-Kaba'ir diese Sünde aufgelistet unter den großen Sünden. Und das ist die richtige Ansicht der Gelehrten. Die Gelehrten, die meisten Gelehrten, Jumhur ulama, sagen, es ist nur angebracht, dieses über die Knöchel zu tragen, wenn was damit zusammenhängt. Na. Die Knöchel, wir haben gesagt, der Isar soll was, über oder unter den Knöcheln sein? Über. Sie haben gesagt, wenn das nicht mit Hochmut verbunden ist, dann ist es makruh, unbeliebt, das herabhängen zu lassen. Tayyib. Das ist natürlich eine legitime Aussage von Ihnen, die Sie getätigt haben. Aber die Beweise sind ganz klar dafür, dass das eine große Sünde ist. Warum? Und sie haben natürlich abgeleitet aus dem Hadith von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, der ist bei Bukhari und Muslim, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an sagte, O Gesandter Allahs, mein Gewand rutscht mir immer herunter. Wenn wir sagen, mein Gewand rutscht mir herunter, wo war sein Gewand ursprünglich von Abu Bakr? Über den Knöchel. Wenn er sagt, rutscht mir herunter, weil was? Abu Bakr war ein sehr schlanker Mensch, radiyallahu anhu arda. Er sagte, mein Gewand rutscht mir herunter. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, o Abu Bakr, du gehörst nicht zu den Hochmütigen. Erstmal, Abu Bakr hat gleich von Anfang an gesagt, nee, das brauche ich nicht, ich bin nicht hochmütig. Hat er das so gemeint? Erstmal, weil so machen das die Leute heutzutage. Der sagt dir, nee, ich bin nicht hochmütig. Zweitens, wer hat ihm freigesprochen vom Hochmut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mit welcher Offenbarung von? Welche Offenbarung hast du bekommen? Weil wenn du von Anfang an sagst, nee, ich bin nicht hochmütig, dann sagen wir, tut mir leid, das ist Hochmut. Das ist Hochmut. Und es gibt klare Beweistexte. Und jetzt komme ich zu der Überlieferung von Umar ibn al-Khattab. Er war ebenfalls in den letzten Momenten seines Augenblickes. Wie ihr wisst, Abu Lu'lu al-Majusi, alayhi min Allah ma yastahiq, er hat ihn ein Dolch in seinen Bauch hereingerammt und es seitwärts lang gezogen. Wenn Omar was getrunken hat, radiallahu an, ist das aus seinem Bauch herausgesprießt. Und er war dabei zu sterben. Dann kam noch eine Gruppe von Jugendlichen, sie wollten sich von ihm verabschieden, bevor er gestorben ist. Und diese Überlieferung ist sahih nach Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Dann sah Omar ibn al-Khattab einen von den Jugendlichen, der sein Gewand herabhängen gelassen hat. Das heißt, unter den Knöcheln. Dann sagte er zu ihm, O mein Sohn, hebe dieses Gewand hoch, denn es führt mehr zur Gottesfurcht und schützt dich vor der Strafe deines Herrn. Hat er ihm gesagt, trägst du es aus? Hochmut?
Er hat es ihm nicht gesagt. Wann hat er es ihm gesagt? In einem Moment, der ernst war oder nicht? In einem Moment, der ernst war. So hat er das nicht gelassen. Und schaut mal, wie die Salaf waren. Subhanallah. Sie haben immer das Gute geboten und das Schlechte verboten. Sie haben immer was? Das Gute geboten und das Schlechte verboten. Und Umar radiallahu anh, wir verbringen etwas Zeit heute mit Habibuna Umar radiallahu anhu. Die Überlieferung ist von At-Tirmidhi wa qala Hasan sahih, und er sagte, diese Überlieferung ist gut und sahih an Ibn Umar radiallahu anh, von Ibn Umar überliefert, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullahu azza wa jal ilayhi yawm al-qiyamah. Derjenige, der sein Gewand hinter sich zieht, das heißt, es ist unter den Knöcheln, so wird Allah ihm Yawmul Qiyama nicht anschauen. Was heißt nicht anschauen? Das heißt nicht mit seiner Barmherzigkeit behandeln. Faqalat Umm Salama, dann sagte Umm Salama radiallahu anha, Fakayfa yasna'na an-nisa'u bidhuyulihin. Wie sollen die Frauen dann mit ihren Kleidern umgehen? Weil sie hat gedacht, das ist nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Aber dieses Gebot war nur für die Männer. Qala yulkhina shibran. Sie sollen es, die Frauen, ihre Kleider, was? Eine Handspanne herunterhängen lassen. Faqalat idha tankashifu aqdamuhunna. Was ist, wenn ihre Füße dann sichtbar werden? Und diese Frage von Salama deutet darauf hin, dass sie wusste, die Füße gehören zur Aura. Subhanal Malik. Schaut mal, die Fragen von den Sahaba waren nicht irgendwelche Fragen. Was ist, wenn die Füße sichtbar werden? Dann sagte er, فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَا عَلَيْهِ. Dann sollen sie es eine Elle herabhängen lassen und dieses nicht noch länger machen. Und das war für die Frauen. Die Männer tragen es über den Knöcheln. Und die Frauen tragen ihre Kleider, was? Unter den Knöcheln. Und sogar, wenn das am Boden reicht, weil der Boden wird dieses alles wieder säubern. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh, er sah einmal einen Mann, der hatte seine Hose unter den Knöcheln. Dann sagte er zu ihm, hast du deine Menstruation? Ihr wisst, Umar, radiallahu anh. Dann fragte dieser Mann, ja, Amir al-Mu'minin, warum sollte ich meine Menstruation haben? Er sagte, dann hebe dein Gewand hoch. Was meinte er damit? Weil Salama, radiallahu anha, hat gefragt, wer soll das herabhängen lassen? Die? Die Frau. Deswegen sagte er zu ihm, hast du deine Menstruation? Dann hat Umar ibn al-Khattab eine Schafra genommen, eine Rasierklinge und das weggemacht, was unter den Knöcheln herabhängt. Ohne zu fragen, ob er es aus Hochmut oder sonstiges gemacht hat. Und die Überlieferung ist sahih. Deswegen, dass du richtig handelst, bedeutet, liebe Geschwister, dass du auch dein Gewand über den Knöcheln trägst. Das ist für die Männer. Aber heutzutage ist alles umgekehrt. Heute die Frau trägt Mini und der Mann trägt Maxi. Ja, habt ihr gemerkt? Die Frau hat Mini. Und wenn du neben ihr stehst, dann zieht sie diesen 1 Zentimeter noch runter voller Scham. Ja, ne, subhanallah. Ich meine, der Rock ist so kurz, man sieht Sachen, die sind haram. Aber du stehst neben ihr, die macht... Ich meine, warum jetzt auf einmal so Scham hat? Wallahi, das zeigt eigentlich, von Natur aus besitzen sie Scham. Aber sie wurde ihnen genommen. Möge Allah azawajal uns unsere Scham immer behalten lassen. Und die Männer tragen Maxi. Wie auch heute mit dem Bart. Der Mann soll einen Bart tragen und sein Schnurrbart kürzen. Was macht er? Der Schnurrbart ist eine richtige Popelbremse. Und er hat kein Bart. Das heißt, sie machen alles umgekehrt zur Sunna. Oh, wenn wir so mit unserem Gesandten umgehen, wie soll dann Allah mit uns umgehen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Möge Allah azawajal uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lahu fikum wa jazakum la khairan. Ich hoffe, ihr habt diese Hadithe
mitgeschrieben, bi'idhnillah ta'ala. Ich versuche das natürlich so kurz wie möglich zusammenzufassen, damit wir einen Eindruck haben von dem, was wir inshallah ta'ala jeden Tag umsetzen müssen. Ich meine, jetzt natürlich, wir werden immer neue Bittgebete lernen, aber ich sage euch, Allah, wie viele Brüder haben damals irgendwelche dummen Lieder auswendig gelernt? Es gibt welche, die haben Serien im Kopf, der kann dir sagen, oh, jetzt kommt die Szene und jetzt kommt das und jetzt kommt das, jetzt schlägt Rocky ihn auf den Kopf, jetzt macht er das, das. Subhanallah, lern doch das Gute. Und jetzt redet er noch über Rocky? Manche schon, aber ich meine jetzt allgemein, er redet nicht mehr darüber. Das war's. Das heißt, verpasster Speicher. Der hat seinen Speicher mit etwas gefüllt. Sinnlos oder sinnvoll? Was sinnlos ist. Aber diese Bittgebete, was haben wir gesagt? Wenn du sie sprichst, was bekommst du dafür? Das Paradies. Allah vergibt dir deine Sünden und du bekommst das Paradies dafür. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Machen wir schnell die Fragen im Durchlauf. Bitte schön. Wa fikum barakallah. Der erste Hadith, wenn man etwas Neues erzählt, ist das jetzt, wenn ich etwas Neues gekauft habe? Oder wenn genau. Richtig. Ja, also es ist was Neues, was du anziehst. Jetzt zum Beispiel, du hast etwas gekauft, ja, du hast jetzt etwas gekauft, hast es aber im Schrank gehabt und dann ziehst du es zum ersten Mal an, das ist etwas Neues. Na. Ich meine, wenn ich in der Umkleide bin und das anprobiere, mache ich dann auch schon das Dua oder erst wenn ich es gekauft habe und bin ich zu Hause? Wallahu ta'ala ala wa alam, wenn du es schon so möchtest, also das heißt, du willst es schon so kaufen, dann inshallah ta'ala kannst du dieses Bittgebet machen. Na. Aber nicht beim Klauen, ja? Hast du dieses Bittgebet? Einer hat einmal etwas geklaut vom Laden, kam ein Araber zu ihm, hat ihm gesagt, Mabruk. Mabruk. Was heißt das? Mabruk, so wie herzlichen Glückwunsch. Allah al-Musta. Na, und von dann? Über die Hose gerät und lange Hemd, ja? Was ist, wenn es zum Beispiel Winter ist, wenn kalt ist? An den Knöcheln ist kalt? Ja, das sieht man. Das geht ja um das Gewand. Du kannst ja Stiefel anziehen. Das geht ja nicht um die Stiefel. Verstehst du? Wir reden nur über was? Über das Gewand. Du kannst Stiefel anziehen bis zum Hals von mir aus. Kein Problem. Okay? Aber nicht aus Leder. Ja, manche Brüder sagen, dass das kalt ist und die lassen das so. Achil Karim, sollen wir wirklich über dieses Thema reden, dass einem kalt ist? Weil die Nazis, die machen bis zur Mitte der Schienbeine, tragen Springerstiefel und machen die Sonne mehr als wir. Ich meine, wo ist kalt? Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, mein Knöchel friert. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ich meine, wenn, dann frieren die Hände oder das Gesicht oder irgendwas anderes, aber oh, mein Knöchel friert. Na, tfadda. Was ist damit gemeint mit Izar? Alles ist gemeint, was getragen wird. Das heißt Hose, das heißt Gewand, das heißt Kamis. Alles, was getragen wird, ist damit gemeint. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, vernünftige Fragen. Gerade du. Bitteschön. Ja. Amin. Uns allen. Aber trotzdem vernünftige Fragen stellen. Bitteschön. Ich wollte fragen, es gibt doch manche Jungs oder so, die tragen doch Bermudas. Und wenn die jetzt auch die Knöchel irgendwie runtergehen, aber ich habe daher gehört, dass du besser eine lange Hose, also was du dann am besten dran zu ziehen. Schau mal, man darf nicht übertreiben und nicht untertreiben. Das heißt, der Muslim trägt sein Gewand über den Knöcheln. Aber über den Knöcheln heißt über den Knöcheln. Das heißt nicht, dass seine Kleidung so kurz sein darf, dass er seine Aura bedeckt. Dazu kommen wir noch. Dass er seine Aura entblößt, abfahren. Das heißt, dass man etwas von seinen Oberschenkeln sieht. Das ist auch nicht gemeint. Ja? Nicht übertreiben und nicht untertreiben. Na, weil der Prophet sallam, sagte zu einem Sahabi, er sagte ihm, der Izar soll bis zur Mitte des Schienbeins gehen. Wenn das sozusagen nicht praktizierbar ist, dann bis wo? Bis noch über den Knöcheln, aber darunter hat das Gewand kein Recht auf die Knöchel. Das heißt, zum Schienbein, das ist Sunna, aber wenn du es nicht kannst, dann bis wohin? Genau. Das ist alles. Wallahu ta'ala ala wa ala. Naam, tafaddal. Erstmal gibt es noch Fragen zum Thema, damit wir die machen. Tafaddal. Wo wurde der Hadith erwähnt mit Umar ibn Khattab?
mit Umar ibn al-Khattab in Shama'il Muhammadiyah. Na. Ich meine das zweite Hadith, als er also ein Messer genommen hat und geschnitten. Ja, ja. Genau. Na, bi'idhnillah ta'ala. Das ist von At-Tirmidhi, der hat ein Buch zusammengefasst und da hat er die Beschreibung des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Na, tafaddal. Fika barakallah. Und er fragt dich zum Beispiel, warum hast du dich verspätet? Sollte man jetzt sagen, man hat gebetet oder sollte man seine guten Taten zum Beispiel sagen, ich habe was gebetet? Allgemein versucht man seine guten Taten nicht vor den Leuten zu äußern, damit man auch sicher ist, bi'idhnillah ta'ala, dann sagst du, ich habe noch etwas zu tun gehabt. Okay? Bi'idhnillah ta'ala. Schaut mal, es ist nichts daran auszusetzen, dass man auch von seinen guten Taten erzählt, solange man gesichert oder geschützt ist vor was? Vor ihr. Aber ist man das? Allahu alam. Deswegen, von der größeren Sicherheit ist es, dass man nicht von seinen guten Taten erzählt. Das heißt nicht, dass man nicht darüber erzählen darf. Passt auf. Aber es ist sicherer für dich, dass du nicht darüber erzählst. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barak lafikum wa jazakum nach khairan. Dann haben wir morgen wieder unseren Unterricht.